Servus, welcome back zum neuen Video von mir. Heute chillen wir hier wegen in Nürnberg. Wie heißt das Vieh hier? Mausen, Schmausen, Buck, Viech, Dings. Auf jeden Fall. Chris. Genau, Rad ist mit dabei. Der Jürgen ist auch am Start mit. Servus. Jetzt wird Enduro und Enduro-Helm. Ja, hier. Wildes Ding. Canyon. Torque, was für eins ist das? CF9. CF9, wilde Bude. Wir gehen hier heute auf jeden Fall shredden. Genau, jetzt haben wir erstmal irgendwie so eine Blue Line, dass wir halt wegen reinkommen, weil ich habe keinen Bock, mich jetzt hier gleich auf der ersten Fahrt wegen zu zerstören. Genau, dann rot, schwarz, keine Ahnung, was es hier so irgendwie so gibt. Wir checken das dort auf jeden Fall mal ab. Here we go, up im Intro. Junge, Blue Line, Junge! Was? Und schon mal das Schaltwerk weggespannt. Premium. Alter. Ja. Easy. Boah. Easy Blue Line Action. Okay, Jungs. Hier Steine auf einmal auf der Blue Line. Das kennt man auch nicht anders. Alter! Oh! Alter, der Baum! Nächstes Mal, ich rate, das ist lauteste heute. Ja, ansonsten war heute echt, beziehungsweise die Abfahrt jetzt, schon echt geil. War recht witzig. Ansonsten hat schon echt alles recht gut gepasst. Halt erste Abfahrt. Ganz okay, würde ich beschreiben. So. Was sagst du? Knacksen. Knacksen, okay. Dann Double Action hier am Nürnbergberg. Nochmal Blue Line jetzt kurz zum Einfangen. Jürgen hat da nochmal Bock drauf. Das ist ja geil. Jetzt haben wir erstmal irgendwie so eine Blue Line, dass wir halt wegen reinkommen, weil ich habe keinen Bock mehr jetzt hier gleich auf der ersten Fahrt wegen zu zerstören. Danke, voll Glück auf der Blue Line. Ein Mache. Jo, also kleines Update. Was machst du immer noch? Und der Bremshebel ist im Arsch. Da geht gar nichts mehr. Heute ist nicht unser Tag. Auch schön, ne? Ach, Mann. So richtig unnötig. So richtig unnötig. Zumindest habe ich einen recht annehmbaren Gang drinnen, den man auf der Geraden pedalieren kann. Und einen Trail. Den man losfahren kann und halbwegs einen Trail fahren kann. Ach, Mann. So unnötig. Der Paul ist einfach, ich habe mir das mal angeschaut. Das war quasi einmal so dieser Trail gewesen. Ich hoffe, man sieht das, der Trail. Und da war quasi rechts, links. Links wird dann da so eine kleine, ja, ging so ein Abschluss hier in so Laub rein. Da ist mein Vorderrad rein, weil ich die Kurve außen fahren wollte. So richtig unnötig einfach mal weggerutscht. Muss auch sein. Also heute läuft echt mega, der Jürgen hat jetzt so irgend so einen Reißverschluss, nicht mitgewalt, so einen Reißverschluss abgerissen von seinem Rucksack. Hilfe. Da ist der Schalthebel irgendwie im Arsch, der macht hier gar nichts mehr. Ey, nein. Ach, Digga. Der gute Fox-Rucksack. Heute geht alles kaputt, Mann. Oh, mein Bein voller Dreck. So, wir fahren jetzt Soul Kitchen, Alter. Bist du ready? Fühlst du dich bereit dafür, Paul? Ja, ich brauch's halt einfach mehr. Die blaue war schon sehr schwer, jetzt haben wir einfach mal rot. Ich schreie vorher, wenn Drop kommt, dann schreie ich. Oder wenn du dich hinlegst einfach. Oder wenn Sprung kommt, dann schreie ich auch.
Aber halt der richtige Sprung. Ja, dann schreie ich einfach Sprung. Ach stimmt, ich kann immer noch nicht schalten. Wurzeln! Sprung! Drop! Oh. Ja, nichts riskieren, einfach ganz lässig. Boah! Oh, Holz. Holz ist kritisch. Ja, und so sieht man dann auch irgendwas an der Kultur. Oh, Hilfe, ein Bus. Gehen wir so in so ein Zeppelinfeld, wo Football drauf gespielt wird oder Fußball, keine Ahnung. Ja, Stadtrundführung. So, das ist ja eine Nürnberger Messe. Wir haben es jetzt langsam auch mal geschafft. Der Trigger ist im Arsch. Ich habe jetzt in Bayreuth einen besorgt. Dann baue ich den Abend wieder ein. Der geht jetzt so halb. Ich habe jetzt drei Gänge. Das sind relativ gute Gänge. Habe ich Glück gehabt. genau. Dementsprechend geht es halt einfach weiter. Wie gewohnt. Man kennt sich anders. Alter, was? Wir haben jetzt hier dort so einen Spot gefunden. Das ist so ein Spot mit zwei, drei Sprüngen unten an der Jumpline dort. Gerade nochmal einen Zug gezogen. Clips kommen jetzt mit rein. Und jetzt schiebe ich mal schnell die Jumpline hoch. Das Geile ist, hier geht jetzt alles von hier oben los. Checken wir schnell die Jumpline ab. Maybe hänge ich mich auch einfach an den Dude mit dran. Also, wir sind jetzt von dem anderen Spot wieder weg. Wir haben jetzt da gerade noch so eine Big Line gesehen. Mit so einem, also Big Line wird sie genannt. Das Ding ist, wie groß waren die Sprünge? 10, 15? 8 Meter. 15, so. Ah, also 8 ja, Meter, okay. Nett. Das waren bestimmt Meter. Irgendwie 15, 10, 15 Meter. Komplett krank. Ich habe gesagt, na, weil ich will das ja noch Rennen fahren. Da drauf, wenn es sich zerschießt, leck mich am Arsch. Vielleicht finde ich irgendwo einen Clip, dass ich den mal einblenden kann. Wenn nicht, dann halt leider nicht. Genau, wir fahren jetzt hier auf jeden Fall Räuber Trail, so heißt die Karre. Trail. Ja, die Karre. Genau. Super. Rein in die Karre. Alter, der Baumstamm. Schön wild. Muss man sie mal kurz anschauen. Pedalierst du dich ja echt tot? Achtung! Yeah.
Ich kotze gleich. Eine Karte. Boah. Boah. Alter. Also das ist ja der Yolo Line. Die ist rot-schwarz. Oder ich sehe nichts, der fällt nicht genau. Ja, ich schon. Ah! Alter. Boah. Boah. Alter, mir ist gerade eben Hinterrad weggezogen. Dicke Bremswellen hier drin. Schöne Dinge aber. Boah. Junge, das bist hier so runter. Also wir sind jetzt hier schon mal ein paar Laps mitgefahren. Ich wollte euch einfach nur mal ganz kurz hier dort in die Karte zeigen. Das hier dort ist der Karte. Ja, genau, die Karte meine ich. Genau, wir haben heute schon recht was gemacht. Der Jürgen ist, glaube ich, auch noch am Leben. Jürgen? Hilfe. Ja, Jürgen ist auch noch mit am Start. Genau, wir fahren jetzt hier noch, keine Ahnung, wie viele Abfahrten? 800? Keine. Keine. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall noch 1000 Laps. Geht ab. Die anderen Trails sind hinten leider noch am Bauen. Deswegen, ja, können wir heute leider nicht die anderen mitfahren, aber wir shredden jetzt hier noch ein bisschen mit runter. Nach unserer jetzt drehenden Vorlage wollte ich jetzt einfach noch mal ganz kurz zeigen. Also im Prinzip ist das hier jetzt der Tiergarten. Alter, was? genau. Und dann hat man hier halt immer so Abschnitte. Das hier ist jetzt das, wo wir gefahren sind. Da dort war dann die Jumpline. Hier hinten die drei Lines so recht brutal sind, aber dann paddelst du dich komplett behindert, wenn du dahinter fährst. Genau, das machen wir das nächste Mal. Die Line dahin soll komplett verschlammt sein. Und genau, wir fahren jetzt die Lines hier noch ein paar Mal und es wird sick, oder? Hilfe. Hilfe. Kämmert und das andere Ding. Wie man es jetzt vielleicht sieht, wir haben jetzt, ja, sieht man so nicht, wir sind hier wieder zurück in dem Spot und hier ist vorhin schon einer mit der Drohne rumgeflogen und der fliegt mir jetzt auch mal hinterher. Insta seht ihr unten irgendwo von dem Dude. Genau, und jetzt geht's ab. G-Panda Beats.
Boah. Jo, also ich hoffe, ich schneide das so zusammen, dass es passt. Aber wie man es gerade gesehen hat, mir ist gerade eben schon ordentlich die Pumpe gegangen, wo der einen Meter oder sowas vor mir auf einmal abgebremst hat, nach rechts rüber gesprungen ist. War schon eng. Sagen wir es mal so, da musste ich ordentlich einen Anker schmeißen. Aber jetzt gehen wir hier mit rein. Checken wir mal aus. Irgendwie Partnerlein haben die gemeint. Ja, keine Ahnung, schaut kurvig aus. Schaut spaßig aus, starten wir rein. Jo. Das war es jetzt schon wieder mit dem Video, mit dem bisschen Zerstörungsvideo. Genau, der Trigger ist jetzt schon wieder ersetzt. Da ist jetzt ein GX-Trigger mit dran. Die wollte ich sowieso schon von Anfang an haben. Genau, jetzt habe ich den mit dran. Die Bremse. Jo! Oh, Hilfe, was geht denn da ab? Jawohl! Die Bremse, ich war aktuell brakeless, wird morgen noch mit ausgetauscht. Ich blende euch mal ganz kurz noch ein Bild ein, beziehungsweise ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ein Insta-Story, wie die ausschaut. Ist komplett runtergefetzt, ist aber alles dran, gar nicht mehr so teuer. Genau, wird jetzt noch ersetzt. Bis nächste Woche, haut rein, tschüss. Geil gespielt, Mann. Oh, check. Komm jetzt, mach jetzt! Komm! Ich hab jetzt mein Kopf gelaufen, das ist übel schlecht! Ja, wir drehen es einfach schnell ab und dann geht es. Geht halt einfach nicht. Professionelle Fahrradmontage. Kannst du vergessen. 537 338 737. Ihr Fahrradservice für Ihre Fahrräder. Alter! Ja, der scheiß Sack. Nein, ich hab mich gefilmt! Nein! Jetzt müssen wir neu machen. Ey, bitte scheiß auf alles und fahr! Also, wir sind ja an der Yolo Line. Die ist rot-schwarz. Alter, das fängt jetzt hier mies an zu schiffen. Es ja, ist jetzt fahr alles okay, Alter! Du musst labern! Ja! Ah, ich hab eine Fit-Kontrolle drin. Fuck, von der Hip weg. Hallo? Nein, ich kann sonst nicht Radfahren. Julian, alles gut. Was geht denn hier ab, Alter? Bruder, ich seh nichts, der fällt nicht drin auf. Ja, ich schon! Rufen Sie an unter der Nummer 3753. Ihr professioneller Fahrradladen für Ihre tollen Fahrräder. Um Ihre Fahrräder top zu pflegen und top zu reparieren. Rufen Sie an, noch heute.